Hallo und herzlich willkommen zu One Place, One Face. Mein Name ist Ricarda. Und ich bin Lukas. Diese Sendung entstand im Rahmen eines Medienpraxisseminars der Freien Universität Berlin. Wir haben uns im Seminar in drei Gruppen zusammengefunden und jeweils einen Beitrag erstellt. In diesem Seminar haben wir uns auf folgende drei Themen geeinigt: Nachtarbeiter in Berlin, Straßenmusik in Berlin und auf das Tandemprojekt Start with a Friend, wozu Sie jetzt einen Beitrag sehen. Ist das jetzt richtig? Kannst du das machen? Du kennst ihn nicht. Und in dem Moment habe ich gedacht, echt, du bist wirklich bescheuert. Warum hast du auf einmal diese Bedenken? Du läufst täglich auf der Straße an fremden Menschen vorbei, da hast du keine Bedenken. Und warum jetzt auf einmal? Das Projekt heißt ja Start with a Friend. Und so war für mich eigentlich von Anfang an das Herangehen, dass man wirklich auf Augenhöhe miteinander umgeht, dass es eine Freundschaft wird. Sonja, ich bin 27 Jahre und wohne jetzt seit 7 Jahren auch in Berlin. Vor 2 Jahren fing das alles so an, dass hier in Deutschland man da was von dem Krieg in Syrien mitgekriegt hat, so richtig, dass die ersten Flüchtlingsströme kamen. Und uns hat das von Anfang an einfach sehr berührt, dieses Thema. Also mein Freund und mich, der da eben auch mitmacht bei dem Projekt, wollen eigentlich jemanden, den wir einfach in unserem Freundeskreis integrieren können, weil wir auch glauben, dass wir so jemanden am besten unterstützen können, weil das eigentlich auch das ist, was so am wichtigsten ist, um hier anzukommen, einfach Leute kennenzulernen und irgendwie einen Freundeskreis sich aufzubauen. Und genau, und so sind wir dann an Anas gekommen. Mein Name ist Anas, ich komme aus Syrien, ich bin Elektronikingenieur. Meine Familie sind dort. Ich bin die einzige Survivor. Ja, ich bin hier in Berlin seit 2 Jahren. Ich habe einmal gesehen, dass es gibt eine Organisation, heißt Start with a Friend. Und ich habe ihm eine E-Mail geschickt und ich habe ihm gesagt, dass ich wollte bei ihnen machen. Meine Motiv war, mehr Leute kennenlernen und so. Denkt doch mal an euer erstes Treffen und erzählt ein bisschen davon. Wie war das für euch? Erstes Treffen. Es war in so einem Bäckercafé am Rüdesheimer Platz. Das war total schön, weil Lorenz und ich halt auch total aufgeregt waren irgendwie. Ich weiß nicht, ob du auch aufgeregt warst. Wir waren irgendwie so voll nervös. Und am Anfang die ganze Zeit, ist es das oder ist er das? Du warst mit Lorenz oder? Ja, mit Lorenz. Ja. Und dann saßen wir da und haben uns total nett unterhalten. Und aus dem Kennenlernen Anas, Lorenz und ich auf jeden Fall eine total enge Freundschaft entwickelt. Wir treffen uns hier und essen was zusammen und machen irgendwie Kartenspiele oder so. Das ist ganz gut. Partys abends oder einfach zum eben Spieleabend zusammen kochen. Und gerade auch in unserem Freundeskreis sind alle mit Anas jetzt auch befreundet. Wir haben jetzt gerade in diesem letzten Monat so viel Zeit miteinander verbracht und so viele Gefühle geteilt und so viel geweint, aber auch gelacht zusammen, dass ich ihm da auch total dankbar bin, dass er mir da auch die Chance gegeben hat, daran teilzuhaben und für ihn da zu sein. Sie hat so viel Power, ne? Und wenn sie wollte etwas, eine Sache machen, sie macht das. Wir winken dir nochmal. Tschüss! Was wollen die hier von mir? Was steht in diesem Satz eigentlich drin? Dieses Beamtendeutsch ist furchtbar. Ja. Anna ist mi Katrin. Ja. Anna Askona fi Berlin. Anna Askona fi Berlin. Anna Askona fi Berlin. Anna Mutaris Sol Musica. Ja. Anna Ramsau Ramsin. Omri. Anna Omri Ramsau Ramsin. Anna Omri Ramsau Ramsin. Genau. Das alles Bedeutung. Mein Name ist Katrin. Sie hat gesagt, ich wohne in Berlin. Ich bin eine Musiklehrerin. Ich bin auch 55 Jahre alt. Als wir uns das erste Mal getroffen haben,
habe ich ihn, also ich habe ihn vom Heim abgeholt und dann sind wir Eis essen gegangen und ich habe ihn gefragt, welche Erwartungen hast du an das Projekt? Welche Erwartungen hast du an mich als dein Local? Was stellst du dir vor? Und er guckt mich an und sagt, ich weiß nicht. Und ich so, ja, ich weiß auch nicht. Wir haben uns abgeklatscht und in dem Moment war alles schon geebnet. Ja. Mein Name ist Mohammed, ich komme aus Syrien. Ich bin in Damaskus geboren und ich habe studiert alles in Syrien. Ich habe Mechanikerbau studiert in Syrien. Wir haben Weihnachten zusammen gefeiert. Ja, wir haben Familie Weihnachten zusammen gefeiert. Und deine Cousins. Ja, und es war super schön. Ihre Familie auch sehr nette Familie und sie und meine Cousine auch. Ja. Reden und essen und Klavier spielen und mit die Sprache. Sie lernt jetzt Arabisch. Ich versuche zu helfen mit der arabischen Sprache. Und sie hilft mir immer mit Deutsch. Ja, es ist ein bisschen schwierig für Katrin, aber sie macht sehr gut. Wir können viel Spaß miteinander haben, aber man kann auch über ernsthafte Sachen gut mit ihm sprechen. Eigentlich, Katrin ist nicht nur ein Tandem, sie ist ein, wirklich ein Freund von mir. Ist immer so, ja. Wir scheiden, ja? Ja, natürlich. Okay. Okay. Ciao. Ciao. Liebe Zuschauer, in unserem letzten Beitrag haben wir das Miteinander zwischen den Tandempartnern erlebt. Diese haben sich über das Tandemprojekt Start with a Friend kennengelernt. Um das Projekt ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir heute einen Studiogast, und zwar die Jada. Hallo Jada. Hallo Lukas. Erzähl uns doch mal bitte über euer Projekt etwas. Also ganz kurz, Start with a Friend ist ein gemeinnütziger Verein, das 2014 gegründet wurde. Mit der Idee, die Lücke zwischen Einheimischen und Flüchtlingen zu schließen. Mittlerweile sind wir tätig in 15 Städten und haben 2200 Tandems gematcht. Das heißt, wir haben 4400 Personen zusammengebracht. Sag doch mal, erklär uns doch mal bitte, wie Sie sich alle kennenlernen dort. Also ganz einfach, wir haben so eine Webseite, da melden sich die Locals und auch die Flüchtlinge. Und dann treffen wir uns als Vermittler mit den Flüchtlingen und auch mit den Locals, aber in Form eines Infoabends. Und dann gucken wir so auf die Interessen, Bedürfnisse und dann wird es dementsprechend gematcht. Jada, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist ja das Projekt Start with a Friend ein sehr erfolgreiches Projekt, schon immerhin in 15 Städten. Und, aber mich würde interessieren, wie finanziert ihr euch eigentlich? Also Start with a Friend wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter dem Programm Menschen fördern Menschen primär finanziert. Und nebenbei finanzieren wir uns auch durch Spenden und so. Liebe Zuschauer, gerade eben haben wir im Beitrag gesehen, wie die Musiklehrerin gemeinsam mit ihrem Tandempartner Klavier spielt. Musikalisch wird es jetzt auch im nächsten Video. My love is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Oh, let him shore forever young. I wanna be forever young. Ja, moin, ich bin Albert, ich bin 22 Jahre alt und ich mach Straßenmusik. I'm sure this is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. Ich komme aus Hamburg und ich habe auch in Hamburg schon ab und zu mal irgendwo Straßenmusik gemacht. Ja, ich bin Student, mache meine Musik immer so in meinen freien Minuten. Ich sehe das eigentlich nur als Hobby. Ich habe früher sehr viel mehr Musik noch gemacht und habe mir aber irgendwann überlegt, dass ich das nicht professionell machen möchte. The world to see, 'cause I can't live.
My name is Timothy Sire. I'm a jazz guitar player. I'm 26 years old. I'm from Canada, and I've been living in Berlin for a year and about 8 months. Right now, I'm at the Leopoldplatz station at the Tickets and More booth, where they offer a Genehmigung. So we come here at 6:30 in the morning. Yeah. These guys have the list. You put your name down, and at 6:45 they have a bag. Mm-hmm. And then we do like a lottery system. We pick a number. The number you pick is the number you go to the office. Because it's taking so much time, and I'm so far back in line because I got here too late to be in the lottery. My other gigs this week, it's just not worth it. It's not worth the time. The reason I started getting interested in street music was, you know, as I've been meeting musicians in and around Berlin, I met some fantastic musicians that I love working with, who were playing street music, and, you know, I would invite them to, you know, hang out and do some playing, and they'll say, sure, let's go to the streets. I was thinking before was it's a challenging thing to, you know, go out and play and ask for money with a degree, because in my mind the issue there is, you know, there are people who are playing music on the street because they don't have any other options. Ich spiele ganz gern deutsche Sachen. Ich mag ganz gern zum Beispiel Olli Schulz oder Element of Crime. Das sind ganz coole Sachen. Also man muss natürlich darauf achten, dass man nicht nach zwei Liedern wieder das erste Lied spielen muss, weil man irgendwie nicht mehr kann und man muss es auswendig können. Ja, es gibt praktische Internetseiten, wo man die Akkorde für irgendwelche Songs sich raussuchen kann. Und da muss man sich selber so ein bisschen beibringen, wie man das dann spielt. Viele Mädchen schwach. Er war Sänger in dieser Band, von der jeder gerade sprach. Dann lernte er sie kennen nach einer fulminanten Show. Eine Malerin mit roten Haaren, sie verliebten sich so, dass es schon weh tat, wenn man nur hinsah, weil sie sich schlugen oder küssten. Es war der Anfang vom Ende der Unschuld, doch das konnte er nicht wissen. Dann kam das Koks, dann kamen die Nutten. Falschen Freunde, diese kaputten Gläser im Schrank. Hallo! Timothy, der Gitarrist, kenne ich. Wir haben uns in einer Jam Session getroffen hier in Berlin. Und ja, ein sehr netter Kerl und wir haben mehrmals zusammen gespielt. Ich heiße Nicola Bamberger, bin aus der Schweiz, bin 33 Jahre alt, bin in London geboren. Ja, Straßenmusik habe ich angefangen seit 4 Jahren, weil ich eigentlich nur Geld brauchte. So where are we headed today? So then the Alex? No Alex today. Okay. Police yesterday, so. She played just here in the grass in front of my place. Okay. In der Mauerpark gehe ich eigentlich nicht, weil
Ich habe auch gedacht, vielleicht gehe ich dort. Es ist auch weit weg für mich, weil jetzt bin ich vielleicht 10 bis 15 Minuten entfernt bei Fuß, aber mit dem Klavier ist 25 oder 30. Also kein U-Bahn, im Tram will ich nicht so mit dem, also S-Bahn will ich nicht so mit dem Klavier. Und es gibt ja auch so viele Leute im Mauerpark und so viel Konkurrenz. Und wenn zwei Gruppen 50 Meter von entfernt spielen, das ist einfach Chaos. Ja. Was würde ich machen, wenn ich nicht mehr spielen konnte? Nichts. Nichts machen. So gut wie möglich. Nein, keine Ahnung. Dann kam das Tod. Dann kamen die falschen Freunde und die kaputten. Wenn man in einem Bahnhof steht, manchmal kriegt man von Leuten 50 Cent oder mal einen Euro oder sowas und dann kann es sein, dass man in der Stunde 10, 20 Euro bekommt. Man kann auch 30, 40 Euro bekommen. Ja, es war ein ganz guter Platz, heute ist viel los, heute ist endlich gutes Wetter. Hat ganz gut geklappt alles. War eigentlich alles cool. Eine Frau hat mir jegliches Talent abgesprochen, aber hat Spaß gemacht, deswegen ist mir das egal. Im Beitrag haben wir den Straßenmusiker Albert gesehen, der das Ganze als Hobby sieht. Wir haben als Studiogast einen weiteren Hobby-Straßenmusiker bei uns. Herzlich willkommen, Finn. Moment, freut mich. Finn, du hast auch an dem Beitrag gerade eben mitgearbeitet. Was waren da so die Herausforderungen deiner Meinung nach? Also es war wirklich komplettes Neuland, sage ich mal, für uns alle. Sämtliche Leute von uns haben noch nie irgendwie Film geschnitten bzw. gedreht. Von daher war das schon eine schöne Neuerfahrung, sage ich mal so. Aber wir haben es alle, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Also das ist dann doch mehr Aufwand tatsächlich, als man denkt. So eine Doku persönlich sehe ich jetzt mit ganz anderen Augen. Das ist gerade dieses, dass man verschiedene Szenen mehrmals drehen muss in verschiedenen Einstellungen, war uns natürlich bewusst so. Aber letztendlich kamen wir, glaube ich, auf knapp 2 Stunden Material und mussten das halt auf einen 7- bis 8-Minuten-Film runterkürzen. Das war dann schon gar nicht so einfach. Mhm. Gerade wenn man das in einer mehrköpfigen Gruppe macht, weiß nicht, jeder möchte seinen Willen durchsetzen. Es ist dann gar nicht so einfach, sich da auf Mittelmaß tatsächlich zu einigen. Der möchte die Szene drin haben, der möchte die. Oder speziell bei den Interviews, spezielle Textstellen muss man uns da jetzt raussuchen. Es war dann gar nicht so einfach. Und in Bezug auf den Film selber, ich denke mal, Transport des Klaviers, was wir eben tatsächlich gesehen hatten, stelle ich mir echt wahnsinnig anstrengend vor, das tatsächlich mehrmals die Woche machen zu müssen. So, das wäre nichts für mich, denke ich mal, so auf lange Zeit. So. Ja, das war echt interessant. Abgesehen von dem Transport der Musikinstrumente, wie zum Beispiel dem Klavier gerade, was denkst du, ist der Unterschied zwischen Straßenmusik und Musik in anderen Locations, wie zum Beispiel im Club oder so oder in Gaststätten? Ich denke mal, dieses so über seinen eigenen Schatten springen, das ist nochmal was ganz, ganz anderes, wenn man das tatsächlich in Bezug auf die Straßenmusik so betrachtet. Nehmen wir mal an, du hast eine Band, spielst im Club, die Leute kommen extra wegen dir dahin und alle wissen irgendwie, worauf sie sich einlassen müssen tatsächlich und was sie erwartet auch so. Und bei der Straßenmusik was ganz, ganz anderes. Es kann alles Mögliche da passieren natürlich. Und im Club gehe ich mal davon aus, sofern es nicht ein großes kommerzielles Projekt ist, dass da irgendwie deine Freunde, deine Bekannten stehen da vorne, da ist irgendwie die Hemmschwelle nicht so groß. Das ist, falls irgendwas passiert, so, dann stört es dich, glaube ich, ein bisschen weniger tatsächlich. Ein weiterer Unterschied, würde ich sagen, ist, dass das Publikum natürlich flüchtiger ist. Also im Club haben die Leute 3/4 Stunde Zeit, sich dahinzustellen, eine Band anzugucken, ist überhaupt kein Problem. Die Zeit fehlt natürlich so ein bisschen im Alltag. Wenn man durch die Straßen läuft, dann gehen die Leute vorbei, sollte man dann sicherlich nicht persönlich nehmen. Aber das ist wahrscheinlich auch ein großer Unterschied. Und so als Soundfetischist, sage ich mal, ist es auch ein bisschen
natürlich ein bisschen abgespeckter alles. So. Also man kann da jetzt keinen Hochleistungssound erwarten, sage ich mal, wenn man irgendwie dann mit einer Gitarre, sofern man nicht akustisch spielt, steht man mit einer Gitarre und so einem ganz kleinen, sage ich mal, 40 Watt Verstärker, was echt nicht viel ist. So. Und im Club ist es natürlich ganz anders. So. Da hast du irgendwie ein großes Top-Teil, eine große Box, die da steht und das Schlagzeug wird jedes Teil einzeln abgenommen. Das ist dann schon was ganz, ganz anderes tatsächlich so. Das würde ich so als die großen Hauptunterschiede sagen. Und auch so ein bisschen, kannst nicht jede Musikrichtung, glaube ich, auf der Straße spielen. Das ist auch, gerade so, wenn es in die elektronische Musikrichtung geht, sage ich mal ein bisschen, wäre das dann doch sehr, sehr schwierig auf Dauer so, weil der Sound und die Umsetzung ist dann doch ein bisschen komplizierter. Und könntest du dir vorstellen, auch mal dich mitten in der Nacht auf die Straße zu stellen und dort zu spielen? Wäre für mich persönlich überhaupt nichts, sage ich mal so. Also ich bin überhaupt kein Nachtmensch. Irgendwann muss es auch mal gut sein, so. Irgendwann muss man auch mal schlafen können. So. Für mich wäre es nichts. Ich kann es verstehen, wenn es andere Leute machen, so, aber das überlasse ich gerne denen dann. Genau, es gibt ja auch Leute, die nachts arbeiten müssen. Und drei von ihnen haben wir begleitet und wir schauen uns jetzt mal an, was die so erleben in der Nacht. Wieso ich in der Nacht arbeite, ist halt, derjenige, der neu anfängt irgendwo, kriegt immer die schlechteste Schicht. Und die schlechteste Schicht ist die letzte Schicht. Also bis der letzte Gast geht. Also ich fange halt um 17, 18 Uhr an, teilweise auch um 21 Uhr und arbeite bis 4, 5 oder teilweise auch 6 Uhr morgens durch. In der Nacht ist es ganz anders. Da hat man meistens auch Geburtstage, irgendwelche Feiern oder einfach mal Leute, die Freitagabend noch nehmen wollen. Und man hat auch sehr oft, also fast jedes Wochenende, jeden Abend hat man Gäste, die sehr, sehr cool drauf sind. Dann macht es sehr Spaß mit denen. Man macht Scherze mit denen, man hat Spaß mit denen, das ist sowas wie Freizeit. Gäste laden mich auch öfters ein, da muss man mit denen mittrinken, das gehört dazu. Das ist halt nicht dieses typische Büroarbeit, man bekommt seine Arbeit, muss es abarbeiten und dann fertig. Natürlich am Wochenende abends, wenn die Leute halt nicht, wenn die zu viel getrunken haben, dann übergeben sie sich auch und schaffen es nicht bis zur Toilette und übergeben sich einfach auf den Tisch. Was halt, den Körper halt belastet, ist halt, wenn man mal eine Spätschicht hat, am nächsten Tag eine Frühschicht, dann wieder eine Spätschicht, dann kommt man aus dem Rhythmus raus. Das ist eher belastbar für den Körper. Viele Frauen flirten auch mit. Also ich mache das so, ich trenne die Arbeit und Privatleben sehr. Es ist auch mal vorgekommen, dass ich auch mal belästigt worden bin von einer Frau. Und die wollte es auch unbedingt haben und wurde auch handgreiflich auch und man muss auch die Hände wegschlagen. Ich habe Spaß an der Arbeit, ich gehe gerne zur Arbeit und habe auch gemerkt, dass der Rhythmus viel besser für mich ist. Ich habe mich für den Taxiberuf entschieden, weil ich sehr gerne Auto fahre, sehr gerne mit Menschen mich beschäftige. Also meine Schicht geht immer von 21 Uhr circa bis 6 Uhr nachts früh. In der Nachtschicht ist der Verkehr angenehmer und die Leute sind entspannter. Also Höchstzeiten am Wochenende sind meistens so ab 2 Uhr morgens bis 6 Uhr, 7 Uhr morgens geht es richtig los. Es wird von Jahr zu Jahr anstrengender, die Nachtschichten zu fahren, ja. Weil, man wird nicht jünger, man wird älter. Und es ist dann schon halt, wird von Jahr zu Jahr schwerer, schneller wach zu werden, ne? Also, klar, weil man lebt ja gegen seinen Biorhythmus in dem Sinne. Im Taxifahren, also ja, sind halt viele lustige Leute meistens unterwegs. Die lustigsten Gäste war einmal eine junge Frau, die ein erstes Date hatte
ganz schick zurechtgemacht, ja, und in einem Nobel-Restaurant halt mit ihrem Date saß und der Kellner ihr die volle Flasche Sekt über den Kopf gegossen hat aus Versehen. Schlimmste Erlebnis war für mich, dass ich vier Leute hatte, vier Männer, die sehr, sehr unangenehm waren. Also unangenehm deshalb, weil sie mir den Eindruck machten, dass sie also schon so in Richtung Knastmilieu gingen. Und sie waren sehr unangenehm, weil der eine erzählte immer, war ein Älterer, erzählte immer irgendwas von Nazi-Zeit und er möchte gerne die Welt verlassen, indem er halt eine große Bombe irgendwo mal deponiert. Und der andere starrte mich also permanent an im Rückspiegel, so unangenehm. Also die waren sehr unangenehm, da hatte ich wirklich sehr unangenehmes Gefühl, dass ich, ja, wie soll man das ausdrücken, die bringen mich irgendwo in den Keller und weg bin ich vom Fenster, ne? Also die waren wirklich sehr, und er sagte dann auch, ja, sie brauchen keine Angst haben, wir bezahlen sie schon in irgendeiner Art und Weise und so, ne? Und also da habe ich dann noch wirklich drei Kreuze gemacht, als die halt aus dem Auto ausgestiegen sind, nach Bezahlung. Also sie haben bezahlt. Aber es war schon sehr unangenehm. Wenn man an Nachtclub denkt und an Techno, dann kommen dann sofort irgendwelche aufputschenden Drogen in den Sinn. Ich halte mich davon fern, muss ich sagen. bei den Gästen ist das natürlich anders. Ich halte mich eigentlich wach, indem ich sehr viel grünen Tee trinke. Ja, natürlich vor jeder Schicht mache ich natürlich, wie schon gesagt, ein Nickerchen, um mich darauf vorzubereiten, auf die Schicht. Und sonst ist mein Schlafrhythmus eigentlich ganz normal. Negativen Aspekte sind auf jeden Fall, dass man oft zu tun hat mit Menschen, mit denen man vielleicht nicht so gern zu tun hätte. Und das ist halt echt ziemlich anstrengend manchmal. Wenn die Leute hier hinkommen und sind schon drei Tage wach, die auf dem Klo zusammengebrochen sind, die alles vollgekotzt haben, obwohl die Jungs von der Tür alles dagegen tun, damit hier keine Leute, die komplett zugedröhnt sind, reinkommen. Man sieht ja echt vieles. Wir haben hier Sex auf den Sofas. Zum größten Teil werde ich tatsächlich von Männern hier angebaggert. Aber das ist in der Techno-Szene, vor allem in Berlin, ist das gar nicht unüblich. Da gehe ich nicht genauer drauf ein. Wenn meine Schicht natürlich vorbei ist und ich ja es erledigt habe, die letzten Leute rausgeworfen werden, dann mache ich natürlich nochmal erstmal so eine Runde und guck, ob irgendwas noch aufgeräumt werden muss, ob alles in Ordnung ist hier im Laden. Das ist auch eine Arbeit, die man nicht wirklich jahrelang machen kann. Das ist nicht wirklich was mit Aufstiegschancen hier. Ja, irgendwann wird es auch Zeit, mal für ein bisschen Abwechslung mal was anderes zu machen. Tagsüber vielleicht nochmal zu arbeiten. Ja, Lukas, du hast ja auch an dem Beitrag gerade eben mitgemacht. Wie war denn das für dich eigentlich, die ganze Nacht da die Leute zu begleiten und zu filmen? Also ich fand es echt cool. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir sind ja nachts von Bar zu Bar gezogen und haben bis morgens um drei gedreht. Haben wirklich interessante Leute kennengelernt auch, wie ihr auch bestimmt, wie alle unsere Gruppen. Ja, auf jeden Fall. Und deshalb würde ich das jederzeit auch wieder machen und mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, und wir hoffen auch, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, liebe Zuschauer. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Wiedersehen. Tschüss.